Das hier ist Corey. Dieses Video mit über 6 Millionen Klicks hat sie berühmt gemacht. Es zeigt den Moment, in dem ihre Mutter ihr zum ersten Mal Hormontabletten gibt. Warum, fragen Sie jetzt? Corey ist im Körper eines Jungen geboren, fühlt sich aber als Mädchen. Die Tabletten sollen aus dem Kind ein Mädchen machen. Wir haben sie auf ihrem mutigen Weg begleitet. Wir fahren zu Corey nach Michigan, USA. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem typisch amerikanischen Einfamilienhaus. Besser gesagt, mit ihrer Großfamilie. Die Masons haben 5 Töchter. Schön, dass ihr da seid. Na los, kommt rein. Eine Menge Frauenpower für Mama Erica und Papa Les. Hi, freut mich sehr. Die Familie wirkt glücklich. Wir lernen sie im Gespräch näher kennen. Sofort fällt auf, optisch ist Corey von ihren Schwestern kaum zu unterscheiden. Lange Haare, ausdrucksstarke Augen. Sie fasst schnell Vertrauen zu uns. In der 5. Klasse bin ich noch wie ein Junge rumgelaufen. Jetzt in der 8. trage ich Mädchenklamotten. Meine Schuluniform ist weiblich. Wollt ihr sie sehen? Corey nimmt uns mit ins obere Stockwerk. Wir stoßen auf erste Kinderfotos. Das ist ein Foto von mir. Das Zimmer, das wir betreten, ist eindeutig ein Mädchenzimmer. Hier ist mein Rock für die Schule. Ups, falsch rum. So. Und das ist mein Lieblingskleid. Zum kompletten Outfit darf für Corey eins nicht fehlen: High Heels. Dass sie die so offen trägt, ist neu. Ich sah nicht immer so aus wie jetzt. Ich wurde damals als Junge geboren. Ich habe ein paar Fotos. Wollt ihr sie sehen? Natürlich wollen wir. Hier war ich so um die 7, an meiner Schule. Auf dem hier war ich 6. Ich war so zwischen 9 und 10 Jahre alt, als mir klar wurde, dass ich im falschen Körper stecke. Ich war einfach nicht in der Lage, meinen Platz in der Welt zu finden. Ich dachte, ich wäre hier nicht richtig. Damals habe ich gemerkt, dass ich trans bin. Transsexuell heißt der medizinische Fachbegriff für Menschen wie Corey. Dahinter steckt aber keine sexuelle Orientierung, sondern eine Identitätsfrage. Darum nennen sich Transmenschen oft lieber Transgender oder Transident. Betroffene werden mit einem Geschlecht geboren, mit dem sie sich nicht identifizieren können. 700.000 Menschen sind allein in den USA in dieser Situation. In Deutschland schwanken Schätzungen zwischen 60.000 und 100.000. Heißt für Corey, während ihre Schwestern früher oder später automatisch in die Pubertät kommen und zur Frau werden, muss sie einen anderen Weg gehen. Meine Schwestern werden immer weiblicher sein als ich, weil sie weiblich geboren wurden. Ich denke, das wird mein Leben lang die größte Herausforderung für mich sein. Schon als kleines Kind merkte Corey, dass bei ihr etwas anders ist. Das ist bei den meisten Transmenschen so. Und das ist keine Einbildung, sondern wissenschaftlich belegbar. Corey ist fast 15 und steckt mitten in der Pubertät. Wie sieht's bei ihr eigentlich mit Jungs aus? Wenn ich einen Freund hätte, würde ich es nicht verstecken wollen. Wenn ich nichts sage und er es dann sieht, wäre er wütend auf mich. Also ich würde wollen, dass er weiß, dass ich trans bin und es akzeptiert. Denn auch wenn so keiner mehr merkt, biologisch ist Corey noch ein Junge, verhält sich aber sehr wie ein Mädchen. Oh, ich möchte meiner Mama mein Make-up zeigen. Darf ich? Und jetzt erfahren wir auch, wie Corey herausgefunden hat, dass sie transgender ist. Ich bin so stolz auf sie. Als Corey 10 Jahre alt ist, sieht ihre Mutter durch Zufall eine Doku über ein Transgender-Mädchen und erkennt in jeder Situation ihren vermeintlichen Sohn wieder. Ich habe Corey sofort geholt und ihr gesagt, du musst dir da was ansehen. Als es vorbei war, habe ich sie gefragt, was sie jetzt fühlt, was ihre Gedanken dazu sind. Und Corey sagte, oh mein Gott, Mama, ich bin genau wie sie, ich bin ein Mädchen. Auf einmal fühlte ich mich nicht mehr alleine.
Ab dem Moment weiß Corrie, wer sie wirklich ist. Sie färbt sich pinke Haarsträhnen und fängt an, Mädchenschmuck zu tragen. Doch leicht wird es nicht. Die größte Schwierigkeit für mich als Mutter von einem Kind, das transgender ist, sind die Sorgen und Ängste darüber, was andere denken und ob andere Menschen sie akzeptieren. Familie, Freunde. Ich hatte Angst um ihre Sicherheit, denn als sie anfing, ihr Innerstes zu zeigen, sah sie aus wie ein Junge in Mädchenklamotten. Und das war sehr hart für mich als Mutter zu sehen. Sorry. Wie mein Kind verletzt wird, weil die Menschen sie auslachen und ich nichts dagegen machen kann, das war hart. Zeit für die Medizin. Der Alarm heißt, es ist Zeit für die Medizin. Die Medizin sind Corries Hormontabletten. Das ist mein Östrogen. Östrogene sind weibliche Geschlechtshormone. In den USA dürfen sie wie in Deutschland Transgender-Kinder ab 14 Jahren verschrieben werden. Corrie nimmt die Tabletten jeden Tag zur gleichen Zeit, damit ihr Hormonspiegel nicht schwankt. Und das bewirken die Tabletten bei einem männlichen Körper wie dem von Corrie. Ihre Einnahme leitet das Brustwachstum ein, sorgt für eine weibliche Fettverteilung und reduziert die Muskelbildung. Die Gesichtszüge werden weiblicher, der Bartwuchs bleibt aus. Doch die Hormone sind für den Körper auch eine große Belastung. Corrie nimmt ihre Tabletten seit 7 Monaten unter ärztlicher Aufsicht. Ich spüre schon starke Veränderungen an mir. Meine Brüste wachsen, ich kriege keinen Adamsapfel. Ich kriege keine Haare an den Armen, keine tiefere Stimme. Ich werde jetzt schon weiblicher, also lange Wimpern an meinen Augen, Wangenknochen, vollere Lippen. Eine starke Veränderung hin zum anderen Geschlecht. Damit das gelingt, musste Corrie noch vor den Hormonen, schon vor 3 Jahren, einen ersten Schritt machen. Die Ärzte haben mir damals ein Medikament gegeben, das die Pubertät aufhält. Einen sogenannten Pubertätsblocker. Das ist ein kleines Implantat in ihrem Arm. Ein kleiner Zylinder, der eingesetzt wird und der ihre männliche Pubertät stoppt. Der Blocker sendet Impulse ans Gehirn. Das Gehirn gaukelt dem Körper dann quasi vor, noch nicht reif für die Pubertät zu sein. Das brachte Corrie mehr Zeit für ihre Entscheidung. Denn sobald Transgender-Kinder Hormone nehmen, gibt es für sie kein Zurück mehr. Die Behandlung macht unfruchtbar. Der einzige Weg, später Kinder zu bekommen, ist Adoption. Corrie wirkt bei dem Thema schon sehr erwachsen. Aber wie können ihre Eltern sicher sein, dass es nicht nur eine Phase ist? Als Corrie rausgeht, um Freunde zu treffen, fragen wir nach. Na klar muss ich mit ihr sprechen und sie fragen, was ihre Gefühle sind. Also, dass sie niemals Kinder haben wird oder bis an ihr Lebensende Medikamente nehmen muss. Das sind Dinge, die wir diskutieren und sicherstellen müssen, dass sie das wirklich verstanden hat für ihr ganzes Leben. Wie ist es für den Vater, plötzlich keinen Sohn mehr zu haben, dafür aber eine 5. Tochter? Es bereitet mir keine Kopfschmerzen, dass ich meinen einzigen Sohn verloren habe. Ich bin nicht dieser Typ Mensch. Für mich wäre das egoistisch, von Corrie zu verlangen, ein Junge zu bleiben, bloß weil ich einen Sohn will. Corrie hat großes Glück, so eine verständnisvolle Familie zu haben. Und auch ihr Freundeskreis nimmt die Tatsache, dass Corrie zumindest biologisch noch kein richtiges Mädchen ist, anscheinend sehr locker. Die Leute fragen mich die ganze Zeit, also ständig: Hey, du bist mit Corrie Mason befreundet. Ist sie ein Junge? Ist sie ein Mädchen? Ich habe kein Problem damit, dass sie mal männlich war. Nö, kein Problem damit. Als ich sie das erste Mal getroffen habe, wusste ich nicht, dass sie ein Junge war. Ich dachte, sie wäre ein Mädchen. Ich habe mir aber nichts gedacht, als die Leute mir gesagt haben, dass sie transgender ist. Es hat mich nicht interessiert, sie ist einfach Corrie. Für Corrie ist das nicht selbstverständlich. Weil sie als 11-Jährige in der Schule gemobbt wurde, musste sie 2 Jahre lang zu Hause unterrichtet werden. Erst meine heutigen Freunde unterstützen mich total.
Sie sind diejenigen, mit denen ich reden kann, wo ich sagen kann, hey, der Typ da ist verdammt süß. Sie stehen hinter mir, wenn ich gemobbt werde und sind immer da, wenn ich Hilfe brauche oder mich nicht gut fühle. Sie bringen mich zum Lachen und machen mich happy in jeder Hinsicht. Rückhalt ist gerade für Trans-Teenager besonders wichtig, denn die Pubertät ist ohnehin eine schwierige Phase. Seit ihrer Entscheidung, auch biologisch zum Mädchen zu werden, bleibt Cori eins nicht erspart: regelmäßige Arztbesuche. Cori! Hi! How's it going? Good. So, how have you been? Good. Coris Kinderarzt hat jede ihrer Entwicklungen miterlebt und ist auch über ihre Hormonbehandlung auf dem Laufenden. Es ist für Transkinder sehr wichtig, dass die Hormone früh verabreicht werden. Denn nur so konnte Coris männliche Pubertät verhindert werden. Das macht jetzt den Übergang für sie leichter. Cori ist sich schon heute sicher, dass sie mit 18 Jahren eine geschlechtsangleichende OP haben möchte. Ich möchte das wirklich unbedingt. Denn das ist der Schritt, um auch endgültig weiblich zu werden. Und dann kann ich auch endlich sagen, ich bin ein Mädchen. Ich habe weibliche Geschlechtsorgane. Ich bin ein echtes Mädchen. Deshalb fährt Cori alle 3 Monate zum Check-up ins 500 Kilometer entfernte Chicago, in eine Spezialklinik für Transgender-Patienten. Hier wird sie in ein paar Jahren operiert werden. Es ist ein sehr sensibles Thema, deshalb dürfen wir nicht drinnen drehen. Aber Coris Werte, das erfahren wir im Nachhinein, sind gut. Zurück zu Hause erfahren wir, dass Cori noch mehr Pläne hat. Sie möchte Model werden. Gleich steht ein Fotoshooting an. Schwester Kaylee hilft beim Kleid aussuchen. Ich bin schon manchmal ein bisschen eifersüchtig, denn Corey kommt mehr rum, bekommt viel mehr Aufmerksamkeit und ich muss die ganze Zeit auf die kleinen Geschwister aufpassen. Das ist okay für mich. Ich finde es ja schön, mit meinen Schwestern abzuhängen. Aber es wäre auch cool zu verreisen und Fotoshootings zu machen und einfach Spaß zu haben, so wie Corey. Auch heute steht Cori ganz im Mittelpunkt. Sie genießt, dass sie sich ihr Outfit selbst aussuchen darf und spannt auch gleich die Mama mit ein. Mom, kannst du meine Haare machen? Möchtest du locken? Wow, bist du groß. Ja, viel größer als du. Wer würde da noch denken, dass dieses Mädchen biologisch ein Junge ist? Ankunft bei Fotografin Jenny Liebert. Sie hat schon viele Bilder von Cori gemacht und ist inzwischen eine Freundin der Familie. Uns fällt auf, Cori macht das für ihr Alter sehr professionell. Sie ist so natürlich, sie weiß instinktiv, wie sie aussehen möchte. Cori hat auch genaue Vorstellungen über ihre Zukunft. Wo ich mich in 10 Jahren sehe? Ich bin verheiratet, habe Kinder und ich möchte weiter modeln. Und ich will alle meine OPs hinter mir haben und zu 100% eine Frau sein. Ein mutiges Mädchen. Wir sind beeindruckt und wollen Cori wiedersehen. Und wer weiß, vielleicht steht in 4 Jahren ja schon eine richtige Frau vor uns. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.